Hier ist eine Spinne. Halt mal dein Gesicht fest, du Quorl, du. Eine Spinne. Hier war eine Spinne. War da eine Spinne? Ja, hier war cool. Eine Spinne. Siehst du, wir haben sogar Spawning Areas geschaffen hier. Ist schon geil. Was? Was machst du denn da? Lass mich mal machen. Okay. Wie viele sind das? Zwei? Es? Wie geil. Hoffentlich gehen mir jetzt nicht die Fackeln aus, Alter. Ich hab auch noch ein paar. Oh, wie geil. Nee, die Fackeln gehen mir nicht aus. Das ist schon mal gut. Warum machst du jetzt S-O-O? Mein lieber MS. Ach, es sind die 500. Ach so. Happy Birthday to me. Happy Birthday to me. Sing weiter. Lieber MS. Ja. Happy 500 Folgen, lieber MS. Warte. Screenshot. Happy 500 Folgen. Danke. Oh, toll. Du hast es 500 Folgen mit mir ausgehalten. So, und jetzt geht mir das auf. Du musst eine extrem harte Sau sein. Und jetzt geh dich ersäufen, mein Freund. Hab ich doch eben schon. Geh dich richtig ersäufen, du hast den Tod verdient. Nein, mach das nicht. So, was machst du jetzt mit der 500, hä? Nach der 500 bauen wir die um zu SOS. SOS. Und hoffen, dass eines Tages der große Dampfer an uns vorbeiziehen wird. Und wird sagen, macht's euch selber, ihr Freaks. Ein Scheiß werde ich. Nehmt euch doch nicht mit. Ich bin doch nicht bescheuert. Hast du Samen eingesammelt? Nein, ich habe Weizen eingesammelt. Samen brauche ich nicht einsammeln. Den habe ich selber. Weil hier kam kein Samen raus. Oh. Hier kam kein Samen raus. Dann war der Weizen wohl nicht so potent, wa? So. Happy Birthday to me. Folge 1018. Creeper! Pitzne! Und wir hängen auf dieser Insel fest. Du weißt schon, dass das recht in den Ohren wehtut, dieses Was tut dir in den Ohren weh? Nee. Und ich soll das wissen. Jetzt weißt du's. Nee. Oh Gott, Alter. Du kennst nicht mal das Video. Das nee. Das ist genauso wie mit dieser, hast du Brot. Das hast du auch als mitgemacht, aber du kanntest das Video. Ja, aber ich finde ja auch die Bemerkung erstmal so toll. Welche? Nee. Guck mal, siehst du die 500 auf der Minimap? Ist falsch rum. Ja, ich seh's. 4000. Alter, mein Minecraft-Männchen hat echt brachialen Hunger hier. Echt? Ich gar nicht. Du hüpfst ja auch die ganze Zeit. Ah ja, irgendeiner muss ja hier aktiv sein. Wie viel Fisch hast du noch? 3. Ich hab noch 13. Selber schuld. Und es wurde gerecht aufgeteilt, Junge. Ja, und? Nee. Wer viel arbeitet? Wir haben auch nicht mehr so viel Fisch. Nicht? Das Meer produziert nichts nach. Du hast Überfischung gemacht? Ja. Alles weg. Ach, Mann. MS. Siehste, 500 Folgen dabei und dann sowas. Es tut mir leid. 500 Folgen Evolution und dann das hier. Hey. Es hätte wirklich besser laufen können. Alter. You are no in a PvP area. You are in a no PvP area. Das ist ja geil. Oh Leute, ich zieh's raus. Ich hab ihn. Warte mal. Danke. Bitte. Was? Was?
Du weißt schon, dass wir die Leinen kreuzen? Ja. Wir kreuzen die Leinen. Hättest du rausziehen müssen eben, ne? Hätte ich rausziehen müssen? Ja, hättest du rausziehen müssen. Ich hätte mir echt rausziehen müssen? Ja. Ach toll, ich hab ihn drin gelassen. Na toll, bist du jetzt schwanger? Gott sei Dank nicht. Eieiei, 500 Folgen, wir labern immer noch einen gottverdammten Scheiß. Hör doch mal auf. Du meinst, das hilft dir, hä? Ja, aber ein Fisch. Das macht dir Spaß, oder? Klar! Man merkt es. Das ist so krank. Nein, du bist krank. Das stimmt. Du bist krank. Das ist so krank. Du bist so krank. Oh mein Gott, das ist so krank. Du bist so LW-Noob. Ja, das werden wir nachher sehen. Sehen wir gar nicht. Wie noobig du bist. Ich bin extrem noobig, das ist Fakt. Ich rede von CS. Mit dir will ich kein CS spielen. Du zwingst mich nur dazu. Ja, das ist richtig. Und es wird einen Lachflash für alle geben. Wird es nicht. Naja, also, sind wir mal ganz ehrlich. Du bist kein PvP-Spieler. Definitiv nicht. Und ich zwinge dich dazu, Counter-Strike zu spielen. Ja, und? Was ja eigentlich größtenteils PvP ist. Größeres PvP. Hier, hast du einen Fisch. Das Maul. Also, du hast jetzt dich in meine Hosentasche geworfen. Nein, ich hab dir den Fisch... Nein, das lassen wir. Nein, das hatten wir schon mal. Ach komm schon, beiß an jetzt. Wie haben wir denn? Ich habe jetzt 8. Hast du noch welche im Inventar? Nee, ich habe dir die alle gegeben. Okay, dann haben wir 8. Weitere Fische. 9. Du hast doch bestimmt auch wieder so ein Cheater-Ding da dran an deinem Angelhaken. Ja. Da vorne hängt ein Wurm dran, der einen Lapdance macht. Ah! Gegen Cash in der Halbzeit, oder was? Das finden die Fische zum Anbeißen. Ah, okay. Der Wurm macht einen Lapdance. Ja, der macht einen Lapdance. Stell dir das mal vor, da hängt so ein Wurm dran. Weißt du? Der so um den Haken herumtanzt. Ja. Du musst rausziehen, wenn der runtergeht, ne? Nein, muss ich nicht. Doch, okay. Dann kriegst du einen Fisch, der um dich rumkreist. Ein Backfisch. Alter, der zieht hier die Fische aus dem Wasser. Ey, sogar im virtuellen Angeln macht er mich kaputt hier. Er ist ein Vogel. Ne? Ich will mit dem nicht PvP spielen. Der ist böse. Ich hab dir mal die Fische gegeben. Ich will die Fische nicht. Ah, kannst du gleich mir geben. Nee. Alter. Ja? 12. 12? Noch 4. Komm, noch 4. 12? 12. Noch 4. Ja, aber bei mir beißt nix. Bist halt nicht zum Anbeißen. Das stimmt. Nein! Meine Angel ist auch bald kaputt. Muhaha! Dann bastel dir doch einfach eine neue. Beim nächsten Fisch oder beim übernächsten geht sie kaputt. Echt? Dir jetzt schon. Ist sie ja. schon so fertig? Ja, die ist schon richtig fertig. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Okay, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Also noch 3. Also da stehst du da am Meer, versuchst irgendwie Fische zu ergattern.
Was? Ja, genau. Ich hab einen Fisch, ich hab einen Fisch, ich hab einen Fisch, ich hab einen Fisch. Erfolg, ey. Genauso, genauso wird das sein, wenn ich meinen ersten Killshot im CSGO gemacht hab. Ja, Mann. Yippie! Ey, mein erster Gegner! Das war einer von unseren eigenen Leuten. Egal, der ist tot, der ist tot. Ich habe jetzt auch noch einen rausgezogen. Ich habe jetzt insgesamt 14. Wenn du noch einen hast, haben wir 15. Ja, ich habe noch einen. Du musst jetzt noch einen rausziehen, weil meine Angel ist kaputt. Deine Angel ist kaputt? Du hältst ein Stöckchen in der Hand. Ja, Mann. Nein, das sieht aus... Also, das ist die Angel. Du hast einen Stock in der Hand. Ja. Lol. Du hast einen Stock am... Nee, komm. Du bist ein... Sei froh, mein Freund, sei froh. Du hättest mich jetzt eiskalt ins Wasser geschubst. Ich hätte dich eiskalt reingeschubst, klar. Hättest dabei zugesehen, wie ich ersaufe. Stein. Marmor. Erde. Kies. Eisenpapier. Sand. Schere. Flint. Mach, nee. Holz. So, mein Inventar. Oh, jetzt hab ich Schluck auf. Ist leer. Slayer? Angel. Angel? Angel Slayer? Ich will mir noch eine Angel holen. Zwei Fäden waren es, ja, und drei Stöckchen. Oder? Oder weiß ich nicht. Drei Fäden und zwei Stöckchen. Taste E. Ach, Angel. Nein, ich will's nicht wissen. Ich weiß es. Ich weiß es auch. Ja, ich hab schon eine Angel. Ich weiß ja, wie es geht und du nicht so. Hast du immer noch keinen Fisch gezogen? Nein. Okay, ich hab jetzt meine neue Angel gemacht. Der Fisch ist... Fisch. Ach ja, lustig. Da. Was? 19 Fische? Ja. Wir brauchen also jetzt noch 5. Irgendwie. Ja. Beißen sie nicht. Du stehst halt nur falsch. Vielleicht bin ich nicht schmackhaft genug. Ja, das bist du auf gar keinen Fall. Soll ich mich vielleicht mit ein paar Gewürzen einreiben? Mhm. Ich hätte da auch noch eine Zuckerstange. Soll ich die auch noch irgendwie benutzen? Oh mein Gott. Habe ich von deiner 500er Geburtstagsfeier. Tut mir leid. Ich mag das Getränk. Oh, ich finde das so toll. Okay. Ja, ich wollte jetzt kein Produkt platzieren. Du wolltest nicht sagen, dass du Rockstar Energy trinkst, oder was? Genau, genau. Das wollte ich nicht sagen. Gut, dass es keiner erwähnt hat. Natürlich nicht. Fisch! Jetzt will er mal wieder keine Werbung machen, weißt du? Das letzte Mal hat er noch richtig Werbung gemacht. Hast du schon Fische rausgezogen? Nö. Gut, dann noch 4. Fisch! 3. 2. Was? 1. 1. Dunkel. Dunkel war's. Der Mond schien helle. Leise rauschte die Natur. Als ein Auto blitzeschnelle. Langsam um die runde Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute. Schweigend im Gespräch vertieft. Als ein totgeschossener Hase. Langsam auf der Sandbank Schlittschuh lief. Richtig. Viel weiter kann ich's allerdings auch nicht. Ich weiß nur noch, dass ein blonder Jüngling mit braunem Haar auf einer Sandbank saß. Auf einer grünen...